Wie bei Imperium, ne? Dreh mal so lange, müssen wir mal kotzen. Ich hab bei. Oh, siehst du, fällt mir gerade ein. Imperium, da waren wir doch bei unserem Versuch gerade dabei, woanders hinzufliegen im Weltall. Ja, auf dem Mond. Und dann ist es doch abgestürzt. Ja. Ah, ich hab den einen Tag gedacht, okay, ich lade es einfach nur, um zu gucken, ob das noch funktioniert. Ja. Das Laden hat nicht funktioniert, Imperium ist dabei abgekackt, aber kurz vorher, er war praktisch gerade fertig mit dem Laden, wollte mich ins Spiel schmeißen, da hörte ich nur meinen Charakter röcheln. Aha. Das bedeutet nichts Gutes. Nö. Ja, es war ja auch schon seltsam, dass bei dir das Spiel abgeschmiert ist, du nicht draufgekommen bist, du warst aber der Host und ich bin auf dem Mond gelandet. Wie geht denn das? Ja, Imperial ist halt auch total wundersam. Aber andersrum, ja, das hätte ich verstanden. Wenn der Host landen kann und kann was machen und der andere nicht. Aber wie kann ich dort landen, wisse? Oh, was ist das denn? Gremlin XL. Okay, und der kommt näher. Sehe ich nicht. Ach da. SPRT. Spartacus. Ah, Space Pirates. Aber XL. Ja, das ist so ein bisschen so, Fliegst du uns gleich in so eine Bucht rein? Ja, ich versuche so ein bisschen. Verstecken? Dass er uns nicht scannen kann? Naja gut, das geht leider trotzdem, aber da vielleicht ein bisschen sind gegen seinen Angriff, ich weiß es nicht. Ich glaube, da vorne sind ein paar Erzbrocken, solltest nicht viel näher ranfliegen. Da hab ich gebuddelt. Nee, ich hab's grad noch gesehen. Die würden uns kaputt machen. Da muss ja nicht ganz landen, ne? Das reicht ja in der Schwebe. Ja, ich will halt nur so weit runter wie möglich. Wir haben ja keinen Fuß dran, ne? Hinten. Hinten haben wir den. Aber ja, senkrecht landen ist so blöd. Schon wieder ein Helmich aufgesetzt. Nach! Ich beschwere mich, dass ich ihn immer noch auf habe, weißt du? Lord Helmchen. Oh Mann, ey. Apropos wegen Imperium, also wir können da auch dann neu anfangen, ne? Also. Schwierig gerade. Ein bisschen runter und dann. Ich wollte sagen, vielleicht auf einem normalen Planeten, weißt du? Das wäre, glaube ich, nicht verkehrt. Dass man nicht ganz so schimpfen. Außerdem haben sie die Quests eh neu gemacht. Das komplette Questsystem, da können wir dann wieder alles mal zeigen und benutzen. Also, wenn ihr das da draußen auch sehen wollt, ne? Also, bitte schön in die Comments reinschreiben. Inventar voll, ja, das ist. Ich habe ja auch noch das Eis einstecken. So viel hat er ja noch gar nicht gezogen. Hydrogen. Alter, ist immer noch voll, der O2-Generator. Wahnsinn, ne? Wie viel Hydrogen hat man noch? 61%. Ach, da kannst du noch einen Container dran klatschen. Ja, da kann man noch ordentlich hin und her fliegen hier, ne? Ja. Wenn wir hier oben mit 20% ankommen, ist das noch toppi galoppi. Hast du schon einen Ofen dran? Nee, noch nicht. Dann schmeiß ich das Gestein hier rein. Baut er noch? Ja, jetzt. Braucht halt auf jeden Fall noch hat er. Solaranlagen. Silizium ist da. Naja, jetzt macht er. Na, Nickel fehlt ihm halt, ne? Hast du keins von uns mitgebracht? Nee, Nickel habe ich natürlich nicht mitgenommen, aber. Die schweren Metallgitter reingeschmissen. Schön. Ja, aber du brauchst irgendwann ja auch wirklich Metallgitter. Und die hier oben zu finden ist nahezu unmöglich. Aber was war das? Kobalt, ne? Geh mal aus dem Gestein nicht raus. Da brauchst du ja, dann wirklich schon richtig vorkommen. Kobalt mitgenommen. Ich habe Kobalt vorsichtshalber jede Menge eingepackt. Kobalt auch? Ne, wie gesagt, ist Kobalt. Ja, als Metallgitter, ne? Schon verarbeitet. Nee, als normale Ressource. Habe ich das auch mit reingepackt. Magnesium sehe ich, Silizium sehe ich. Ach, hier in die Frachtcontainer. Ja, da im kleinen Silizium und Kobalt.
Kryo kommen, fast auch nochmal 3000 Liter, ne? Hätten wir auch befüllen können. Da hab ich das Eis reingeschmissen. Oh oh. Was denn? Palaquin Shuttle kommt auch näher. 474? Ja, es ist ein bisschen was los hier, ne? Es rückt aber langsam nach rechts. Es kommt nicht direkt auf uns. Ich glaube, wir haben Glück. Es wäre mal an der Zeit. Oh Mann, ey. Aber jetzt kommt der Gremlin wieder schneller näher, ne? Wird nicht besser, meinst du? Ah, wir hätten vielleicht nicht deren Basen angreifen sollen. Ach, das waren ja die SPRT, ne? Mhm. Ich glaube, die mochten das jetzt nicht so. Kommt der gerade auf uns zu? Auf, fest? Nee, das ist der, dann wäre er noch schneller. So ein Stückchen nach oben. Mhm. Aber ruckt nicht viel nach oben, weißt du? Ah, der wird schon. Er wird noch näher kommen. Denke ich aber. Na, erstmal kommt er noch ein bisschen näher. Mhm. Ich muss mal schnell aufladen und bin gleich wieder da. Jupp. Was? Ich komme gerade wieder im richtigen Moment zurück. Ja, hier ist ein ziviles Raumschiff. Eisvogel heißt es. Das scheint direkt hierher zu kommen. Siehst du? Da kommt zügig. Oh, da ruckt auch noch ein bisschen nach rechts oben. Also, du könntest direkt auf Kollisionskurs nicht. Aber ist zügig unterwegs. Ja. Sieht man sich schon ordentlich was los hier, ey. Nee, sehen tut man noch nicht. Hat sich jetzt hier drin schon was verbraucht? Die haben das Eis grob verteilt. Im Sauerstoffgenerator, naja. Industrielle Cockpit hat auch noch Eis drin. Sauerstoff dann? Kriegt er Eis? Nee, passt nichts rein. Unbekanntes Signal in. Wo ist denn das? Da vorne? Nee. Warte mal, der sagt mir jetzt, dass ein unbekanntes Signal in 41 Kilometern Entfernung auf unserem Planeten spawnt. Echt jetzt? Ja, das hab ich auch. In 3 Minuten? Oder hast du jetzt eins gekriegt? Ja, jetzt gerade habe ich eins bekommen. So, weil ich und bin bei der halt Basis? Am Ende des Universums, aber schön, dass da hinten passiert. Oh Mann. Also bei mir verstehe ich es noch, das war bestimmt, bevor wir gestartet sind, ist, ne? Ja, klar. Da ist es ja noch richtig. So, wo guckst du? Da habe ich gebohrt, jawohl. Ich ja noch die Gesteinsdinger mitten im Wegnehme und dann hier weiter bohren. Achso, siehst du, ich kann nochmal das Hydrogen ausschalten, dass es nicht weiter verbrannt wird hier. Was meinst du mit verbrannt? Naja, wenn die Triebwerke an sind, verbrennen die ja trotzdem. Ja. Die halten wenigstens die Position, weißt du? Naja, das ist auch so die andere Überlegung, aber... Ja, ach komm, wir haben genug, komm, ja. Lass einen. Das braucht so wenig. Lass einen, ja. Wenn du mal dagegen kommst, weißt du, bei irgendwas befüllen, dann dreht sich's weg und dann glitscht es irgendwo hin und... Das sind nur Probleme. Und ich habe ja nochmal Eis reingeschmissen, also der füllt sich ja noch. Der Tank. Und in den Containern sind auch nochmal Eis drin. Da ist nochmal Eis drin. Sehr schön. Im Cockpit, in dem kleinen irgendwo ist Eis. Ich hätte einfach zu viel mit. Der verbraucht so wenig. Er ist krass, ne? Schön effizient. Es war Zeit, dass der Ofen fertig wird. Was brauchst du dafür noch? Ich muss erstmal noch ein paar Solarzellen. Also ich hab gleich genug. Energie, ne? Ja, dann sind 4 Solarzellen da. Und dann sollte das eigentlich reichen. Also hoffe ich, ne?
dass es dann mit 4 Solarzellen, wenn die dann voll bepowert werden, dass das dann ausreicht erstmal. Dass wir dann zumindest da drüben halt ein paar Energiezellen herstellen können. Das reicht nur für einen Basic Assembler. Der verbraucht alleine 500. Sollte er schon mal, zumindest, ja, weil, weißt du, dann kann ich mit dem erstmal zumindest Energiezellen herstellen für die Batterien. Nee, Quatsch. Benötigte Energiezufuhr 280. Der hat doch vorhin 560 angezeigt. Ja, wahrscheinlich, weil er dann halt in arbeiten wollte, denke ich mal. Nee, maximal benötigte Energiezufuhr 280. Das ist, wenn er voll arbeitet. Solarkollektoren geben jetzt gerade nichts ab. Die waren vorhin bei 130. Ja, jetzt ist die Sonne auch weg. Ja, leider. Aber wir kriegen ja auch nichts anderes ran. Nee. Wie lange brauchen die Sonne? Ja, ist ja nicht so schlimm. Du verbrauchst einfach mal die ganzen Materialien, die du mitgenommen hast. Baust die an und dann können wir ja nochmal einen Transferflug machen. Ja. Hast du die Mats mitgenommen nach Gutdünken oder hast du die gezielt aus dem Container genommen nach mittlere Maustaste? Nö, einfach so, was man halt immer so gebrauchen kann. Ach so, ne? Ja, hätte ja sein können, dass du dann eingestellt hast hier für den Ofen und für das und für das. Das wäre vielleicht sinnvoll gewesen, aber da habe ich nicht dran gedacht. Ist mir auch jetzt erst hier eingefallen, ne? Ich hätte ja auch vorher fragen können, ne? Ja, aber du musst es beim nächsten Mal machen. Ich kenne den Tipp nämlich auch. Ja, ein schönes Raumschiff gebaut, um dann hoch zu fliegen und wieso hast du nicht die Mats mitgenommen? Fängst du da oben schon wieder neu an? Du hast da unten alles liegen. Ja. Nur und wenn, einfach mittlere Maustaste drücken. Du weißt doch, wie es geht. Ja klar, auf dem Planeten weiß ich, wie es geht, aber da ist man das da oben auch so machen kann. Das hier oben ist ganz anders. Das funktioniert überhaupt nicht so. Und ich war auch von der Grundeinstellung, weißt du? Ja. Hoch auf irgendeinen großen Asteroiden und dann eine kleine Minibase und die fängst du genauso wieder an wie unten. Wirklich von den absoluten Basics. Na, nimm dir doch das Zeugs mit, was du unten hast. Dann kannst du oben gleich groß anfangen. Kommst du viel schneller vorwärts. Das wird so einfach. Genauso wie jetzt hier, weißt du, diese Grundmats mit dem Ofen, das alles aufstellen. Oder sogar schon, was du auch machen kannst, an das Schiff unten, das schon dran schrauben. Fertig. Da ist irgendwas in 1 Kilometer Entfernung. Das ist eine Drohne. Scheiße. Ja. Ich sehe es auch. Wollen wir wegfliegen? Ja. Wohin? In welche Richtung? Nach Hause. Hey, komm, steig ein. Schnell. Oh, ich bin drin. Weil sie hält an, ne? Ja, ja, 350 Meter. Na, die sucht einen Weg, rumzukommen. Wir könnten versuchen. Hast du eine Waffe dabei? Ja, ne? Ja. Aber ich weiß nicht, wie treffsicher das dann ist. Ah, komm, wir versuchen die jetzt auszuschalten. Meinst du? Ja, ich gehe vor Bluten. Ach, definitiv. Oh, das kann auch sein, dass das eine ist, die sich durchbohrt? Ja. Die ist schon drinne. Die bohrt sich schon durch. Spoiler drauf. Oh, sie dreht sich. Schießt du? Komm zu mir. Dürfte? So, na dann bauen wir ab hier. Können wir so flexen? Ja. Da ist. Ja, hab ich. Ich nehme schon rum. Oh, fein. Boah, Batterie, alles. Okay, jetzt bin ich voll. Bring mal kurz die Sachen weg. Ich bleib hier, damit du mich dann siehst, wo du hin musst. Ja, genau, gute Idee. Ah, sehr schön. Ich flieg den Trümmern hinterher. Ach, ich kann nur den Metallschrott einfach einsammeln. Nice! Wir haben es kaputt gemacht! Wenigstens ein bisschen gerecht. Ja, ne? Sieht fett aus, das Ding. Und vor allem kriegst du hier richtig Komponenten raus, ne?